ist übrigens voll behaart weggegangen. Die hat er sich jetzt weggebrannt. Und wenn er hier um die Ecke ist, dann ist er auch noch am Kopf kahl und unten. Meine Damen und Herren, die Urwaldteufeln haben sich lange überlegt, wie sie das schwere Schild ihrer Truppe transportieren können und haben sich dann für zwei starke Damen entschieden, die das gerade so einmal zusammenbringen. Eine unglaubliche Leistung, wie ich finde. Und da haben wir einen jungen Herrn, der das Rauchverbot missachtet. Allerdings sind wir ja nicht in einem geschlossenen Raum, sondern draußen, da darf man auch rauchen. Gratulation. Einer der letzten Rebellen, so soll es sein.